Ihnen auch, Sir. Und danke, dass Sie jemanden zum Ausladen geschickt haben. Ich bin Anwalt. Ist mir aber immer noch ein Rätsel, warum Sie sich so über die Spritzen freuen. Dank eines hocherfreulichen Dezimalfehlers, der den netten Leutchen von Zephyr Pharmaceuticals vor 20 Jahren unterlaufen ist, werden dem Secret Heart jeden Monat Spritzen im Wert von $50.000 geliefert, zum überaus günstigen Schnäppchenpreis von $50. Fertig! Ich spüre meine Arme nicht mehr. Sagen Sie, Lloyd, in Anbetracht Ihrer Vergangenheit als heruntergekommener Junkie muss ich Sie einfach fragen. Haben Sie welche von Onkel Bobs Spritzen eingesteckt? Nein, Sir, ich nehme keine Spritzen mehr. Dann sind Sie endlich clean. Nein, unterschreiben Sie hier. Das ist ein Strohhalm, Lloyd. Dr. Reed, ich habe ein Paket für Sie. Steht Ihre Privatanschrift drauf, aber da Sie hier sind... Lloyd, das wollte ich nach Hause geschickt haben, weil es was Privates ist und es mir peinlich wäre, es hier aufzumachen. Das dürfen wir nicht. Wir müssen aber... Warten Sie. Sie reden davon, andere Leute Post aufzumachen. Da sollten wir unbedingt einen Moment innehalten und die ethischen Folgen bedenken. Erledigt. Oh. Keith, ich bin wieder da. Hey, Dr. Reed, wir haben aus Versehen Ihr Paket aufgemacht und hatten so ein schlechtes Gewissen, dass wir Sie aufgebaut haben, Ihre Slide-and-Glide-Stripper-Stange. Wie sind Sie hier reingekommen? Und, frische Kekse gefällig? Keith? Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding festzumachen? Du solltest dankbar sein. Woohoo! Ihr werdet euren Spaß haben! Oh, ja! Wieso hat er sein Hemd ausgezogen? Das weiß ich nicht, Keith. I can't do this all on my own. No, I know, I'm no Superman.